Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Hogwarts Legacy. Wir sind aktuell immer noch auf den Spuren des Phönix, hier durch diese Phönix-Höhle. Oh je. Inzwischen eine Spinnenhöhle, eher gesagt. Hoppala. Oh oh. Scheiße gebaut. Hatte mal wieder gesagt, man struggle. Bombarda ist ja richtig abartig. Das hat das Vieh einfach komplett eskalieren lassen. Du bist widerlich. Ja, danke. Das war echt ein bisschen ekelhaft. Gut. Aber es war schön, wie die gerade einfach zu explodiert ist. Das hat mir gefallen. Ui. Bombarda. Tschüss. Musst du doch nicht rauskommen, während ich hier gerade am Hunden bin. Ich glaube, da kommt am Ende gleich mal so eine Fettspinne. Kannst von ausgehen. Uey! Richtig Parcours hier am Start. Ah, doch nicht. Boing. Der Schüler wird niemand vermissen. Ich hoffe, dein Name ist gelingt. Dafür wirst du bist! Was hast du getan? Ich bring euch um. Das war Wolkenschwinge. Ja, ihr kleinen Schweinebacken, Alter. Für Wolkenschwinge! So. Hier sind eine Menge. Hoffe. Nee, Knochen. Ich dachte erst, es wären Pilze. Nein, es sind keine Pilze, es waren Knochen. Bam! Ich mach das nur, weil es Spaß macht. Das hat keinen Sinn. So, soll das hier so rumschweben? Da hat jemand wahrscheinlich gezaubert und dann ist er gestorben. Deswegen wird diese Kiste jetzt auf ewig herumschweben. So, weiter. Whoop. Und hinauf. Und hinauf. Hier noch ein paar Pilze mitnehmen. Schön. Da wohnt der Phönix. Hallo, ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Mal sehen, ob der Phönix das einfach so zulässt oder ob der abhaut. Mal sehen. Oh, der will das einfach. Okay, der hat ja gar keinen Bock. Er scheint mich wohl begleiten zu wollen. Ob er wohl im Schnappsack reisen kann? So, kehre zum Raum der Wünsche zurück. Sofort. Vorher erstmal nochmal den Weg hier nach unten gehen, weil ganz ehrlich, ne, komm. Level up, als ob hier nicht noch irgendwas kommen würde jetzt. Und es geht einfach nur raus. Ja gut, okay, dann kommt da doch nichts mehr. Alles klar. Hm. Weiß ich Bescheid. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wo sind wir denn hier? Wow! Jetzt direkt so in die Arme eines Trolls reinrutschen. Das würde jetzt irgendwie passen. Oh ja, cool. Moin. Level 36. Bitte bleiben Sie entspannt. Was ist denn da für eine Scheiße? Ging, ja klar. Das ging doch klar. Also die haben wir doch gut weggemacht. Schön. Okay, aber wir gehen jetzt trotzdem zurück in den Raum von den Wünschen. Nebenbei gucken wir gerade nochmal, ob hier noch irgendwelche Quests sich geöffnet haben. Hier nicht. Manchmal ist das so ein bisschen überlappt. Da geht man am besten, weil wir können nicht noch weiter ranzoomen. Hier ist noch das Ding mit den Glocken.
Sonst haben sie aber bei den Ortschaften jetzt keine neuen Quests irgendwie aktiviert. Wie sieht es hier denn nochmal aus? Hier nochmal gucken, da ist nichts. Hier sehe ich auch soweit nichts. Man kann ja auch ruhig mal langfahren, ne? Hier oben im Spinnendorf. Ist noch eine Buchseite. Okay. Ne, wir sehen da echt gründlich aus. Deswegen, alles cool. Cool. Ja, dann, zurück nach Hogwarts. Raum der Wünsche. Sagen wir Deke erstmal Bescheid. Der wird zufrieden mit unserer Leistung sein, hoffe ich doch mal. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Ach, der geht doch direkt da rein. Da wohnt er jetzt. Welch Schönheit. Behalten Sie sie. Danke, Deke. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Auftrag abgeschlossen. Nice. Phönixfedern. Damit geht bestimmt auf jeden Fall richtig was. So, jetzt eben einmal kurz die ganze Ausrüstung identifizieren. Gute Lüllings. Dann können wir eigentlich hier nochmal gucken, ob wir inzwischen wieder irgendwas verbessern können. Ist das, was ich gerade trage? Ne, das trage ich. Nur die Sachen, die ich trage. Horn eines Graffhorns fehlt uns. Horn eines Graffhorns. Schade. Hier fehlt uns der Fupa, die Fupa-Feder. Nochmal eine Fupa-Feder. Noch eine Fupa-Feder. Und wieder das Horn eines Graffhorns. Sonst wären wir eigentlich ganz gut dabei. Wir müssen also ein Graffhorn finden und diese Fupa. Dann wären wir eigentlich, dann läuft es eigentlich, ne? Gut. So, dann lass uns mal eben in unsere Auftragsliste gucken. Erstmal Talent vergeben. Schleichen haben wir voll. Haupttalente könnten wir jetzt auch voll ballern. Wie sieht es denn bei den Zaubersprüchen eigentlich so aus? Bombardertreffer lösen eine starke Explosion mit einem gewaltigen Wirkungsbereich aus. Descendo-Treffer lösen eine Schockwelle aus, die rund um das Ziel Schaden verursacht. Treffer mit dem Verwandlungszauber verwandeln Gegner in explosive Objekte. Oh, okay, das ist eigentlich ganz witzig. Was haben wir hier noch? Confringo. Confringo-Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele anvisieren. Nice. Nice, das können wir ruhig machen. Wobei ich sehr viel Bombarder benutze. Aktuell. Nehmen wir Bombarder. Oder wir gehen bei den Haupttalenten hin und machen das eben voll. Hier. Ein erfolgreiches Ausweichen und blockbare Angriffe erhöht die alte Magieanzeige. Das können wir doch gebrauchen. Boing. Haben wir das auch schon voll? Jetzt fehlen nur noch die dunklen Künste. Und generelle Zaubersprüche. Ich denke, die Level werden wir auch noch erreichen. Ich weiß nicht, was hier Max-Level ist oder ob es überhaupt ein Max-Level gibt. I don't know. Aufträge. Jetzt haben wir. Im Schatten der Hoffnung trifft Sebastian und Anne außerhalb von Feldcroft. Na dann. Mal los. Weltkarte bitte. Dann
dann treffen wir uns doch am besten. Gehen wir von Feldcroft einfach los. Und von da aus spazieren wir da ganz gemütlich hin, würde ich sagen, wa? Ganz gechillt, kein Stress. Wer hier wohl wohnt? Weißt du doch, Sebastians Familie. Was ist denn los mit dir? Wir waren doch schon ein paar Mal da. Also wer hier wohl so wohnt, weiß ich jetzt auch nicht. Läuft bei ihr auf jeden Fall. Ich habe ein gutes Gefühl. Oh, da poppen die Leute rein. Moin. So, mal gucken, was jetzt der Plan ist. Das kann ja nur gut werden. Guten Tag, ich bin's wieder. Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Feldcroft verlassen. Was? Oh. Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Sie kann ja so tun, als wäre sie super krank oder Solomon so. Solomon kann Anne nicht aus Feldcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Nach Hogwarts zum Beispiel oder vor Hogwarts oder nach Hogsmeade. Sebastian. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Habe ich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Natürlich. Unfassbar, dass mein Onkel Feldcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Das ist komplizierter als gedacht. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Könnte uns dein Onkel beim Ministerium melden? Würde dein Onkel alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Na gut, dann überlasse ich das dir. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Bis bald im Schatten der Hoffnung. Damit ist das auch abgeschlossen. So, und da geht er davon. Tschüss, lässt er mich hier einfach stehen. Nett ist das ja nicht, ne? Jetzt gehen wir nochmal nach Hogwarts. Da gibt es auch wieder eine Nebenquest. Und zwar in diesem Bereich. Jetzt haben wir nicht das nächste Akio-Duell. Nee. Unterrichtsstunde Geschichte der Zauberei. Nimm an der Unterrichtsstunde Geschichte der Zauberei teil. Belohnung, Zaubereranweisung für Beschwörungen. Nun bin ich ja mal gespannt. Dann gehen wir da mal hin. Revelio. So, dann mal los. Ach, der stinkende Raum. Oh, die penetrante Gasse. Die wird auf ewig so riechen. Sie stinkt so doll, dass man den Gestank sehen kann. Da weißt du halt Bescheid, ne? Zauberergeschichte. Musik.
So, seid ihr bereit für eine kleine Unterrichtsstunde? Los geht's! Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Okay. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zaubereimühlenindustrie befassen. Während der vielen Koboldschlachten gingen unzählige Zauberumhänge verloren. Ja, tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Machen wir das. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? What? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit, der Hässliche. Schöner Name. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Brackbor, den Namen kenne ich. Brackbor, der Name kommt mir bekannt vor. Nee, den kenne ich. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lord Gog meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohlbekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Dann spazieren wir da mal hin, wa? Interessierte Schüler können ihn hier in der Eingangshalle des Glockenturms finden. Ich empfehle wärmstens, dass alle Schüler sich mit diesem Helden von Hogwarts bekannt machen. Machen wir. Revelio. Ist er das gewesen? Grimbald Weft. Dies ist der Schädel des berühmten Schneiders Grimbald Weft, der während des Koboldaufstandes von 1752 mit seinen geschickten Näharbeiten die Mäntel zahlloser Hexen und Zauberer flickte und so verhinderte, dass sie im Kampf krank wurden. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Weft gefunden. Korrekt. Ja, die Suche war schön. Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Machen wir! Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Statuen von Rittern. Nur damit Sie mich recht verstehen. Aufmerksame Schüler können die Statue von Sir F. Puddle von der heiteren Miene unter den Riegen der Ritter erblicken. Heitere Miene. Ich werde gleich mal suchen. Meine Lieben, wir machen ihn aber jetzt. Er hat seinen Ruhm weder durch seine Duellierkunst noch im Kampf gegen blutrünstige Drachen erlangt. Seinen Dienst verrichtete er auf Übungsplätzen und in Küchen,
Ganz gemütlich. Sein warmes Lächeln und seine heitere Art ihn unter alten Freunden und Neuzugängen beliebt machten. Break. Ich empfehle jedem Bekannten. Ja, machen wir. Ich hoffe, das war ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.